Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück hier an Bord der HMS. Gut, ja, wir spielen ein letztes Mal, würde ich sagen, die Mission Prove Your Might. Und Feuerkampf ist eröffnet. In Sicht auf einen Gegner, das wird das Schlachtschiff sein. Ja. Für alle, die die letzten Folgen vielleicht nicht gesehen haben, wir müssen hier einen Konvoi beschützen. Hier. Da sind 11 Schiffe insgesamt. 3, 7, ja. Und wir dürfen 4, glaube ich, verlieren. Hood muss überleben. Wir haben es mit einem Schlachtschiff der Bismarck-Klasse zu tun und 3 schweren Kreuzern der Prinz-Eugen-Klasse, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist schon ein starker Tobak. Ich würde sagen, im 1 zu 1. Hood Bismarck ist eine anspruchsvolle Mission. Hood gegen Bismarck und Kreuzer Prinz Eugen ist wirklich sehr schwer. Hood gegen 3 schwere Kreuzer dieser Klasse ist, ja. Wir brauchen Glück. Und ich würde sagen, wir haben auch Glück, sehe ich gerade hier. 40 Knoten machen unsere Zerstörer. Dazu gleich nochmal mehr. Das war, dann gucken wir uns mal hier unser Schlachtschiff an, was hoffentlich... Das ist so weit weg. Das ist einfach so weit weg. So, das ist einfach schwarz oder was? Okay. Black Beauty. 26 Knoten. Ja. Der ist nicht so super schnell, ne? Ich hätte mir eher so 28 gewünscht. Aber 26 ist besser als 21. Und wir gehen mal hier auf den Abfangkurs. So. Ja, ich plane diese Folge ein bisschen weniger hier irgendwelche Marine-Anekdoten zu erzählen und mal ein bisschen konzentrierter hier jetzt den Gegner zu bekämpfen. Denn es ist einfach eine sehr herausfordernde Mission. Ich mache mir ein bisschen Sorge über die Munition, die wir mit haben, an numerisch. Wir haben jetzt einen Topspeed hier von 29 Knoten. Die Torpedorohre habe ich abgelegt, dafür habe ich die Panzerung. Die Panzerung. Kann man das sich nicht irgendwo angucken? Nee. Verstärkt. Ich glaube 30,2 cm Treffer. 61 Damage. Wassereinbruch beim Gegner. Sehr schön. Das heißt, wir haben uns eingeschossen. Wir selber ändern mal den Kurs leicht. Feuer an Bord und Wassereinbruch. Entfernung 18,3 Kilometer. Das gefällt mir nicht, dass das Kilometer sind. Das ist ein absolutes Unding. Es gibt keine Kilometer. Auf See. Das macht man nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil Geschwindigkeiten ja auch nicht, auch hier jetzt im Game nicht, ja? Das sind ja Knoten. Also es macht keinen Sinn, Knoten hier anzugeben und dann Entfernung in Kilometer anzugeben. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lang, also ich kann jetzt nur ganz schwer rechnen, wie lange bräuchte ich denn, um hier an den Gegner ranzukommen oder so, ja? Zur Erinnerung, ein Knoten ist eine Seemeile pro Stunde. So wie man beim Auto ja auch, ja? Entfernung wird in 200 Kilometer angegeben. Ich fahre 100 Kilometer die Stunde, weiß ich, aha, ich bin in 2 Stunden da. Macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, wir müssen 200 Meilen noch fahren, ich fahre 100 Kilometer die Stunde, wie lange brauche ich denn? Ja, keine Ahnung, muss ich jetzt rechnen, 1,8 oder 1,6 oder wie, oder ist es denn jetzt, ja? Also es macht keinen Sinn. Es wäre schön, wenn Computerspielhersteller sich da ein für alle Mal dran halten. Das ist mir auch bei U-Boot irgendwie so merkwürdig halt, ja, dass die das überhaupt anbieten. Einfach Quatsch. Macht ja auch, also, das hat überhaupt keinen Vorteil, ja? Auch jemand, der jetzt nicht, sag ich mal, maritim da irgendwie einen Plan hat oder so, auch für den macht es keinen Sinn, weil auch der einfach da Probleme hat. Was man macht, ist halt deutschen Kriegsschiffen oder so halt, also da werden kürzere Distanzen werden jetzt nicht in Yards angegeben oder so, ja. Also eine Schiffslänge wird jetzt nicht in Yards angegeben oder, ja, weiß ich nicht, ja. Ja, irgendwie Ziel so, vor allen Dingen jetzt bei deutschen U-Booten oder so. Ich glaube, beim Torpedoangriff oder so wird das dann schon in Metern gerechnet, ne? Dann im Torpedocomputer und so. Ne, oder Tiefen oder so, ja? Das sind natürlich 500 Meter. Das sind keine, was ist das denn? Ja, das ist ein Treffer, aber Abpraller.
Ja, dann hat er einen Community-Mitglied hier. Ich bin mal. Oh, guck mal. So, wir drehen mal hier. Weil wir müssen Zeit gewinnen, ne? Das ist. Zeit ist auch ein gutes Stichwort, da will ich auch gleich nochmal was zu sagen. Die Zerstörer kriegen noch kein Feuer rein, das ist auch gut. Die sollen mal vor den Gegner laufen mit 40 Knoten, das ist wirklich fantastisch. So, und wir können hier ein bisschen, ja, den Gegner auf Distanz halten. Entfernung 15, oh, die kommen näher, die kommen näher. Aber wir haben hier nochmal Treffer gesetzt. Loser. Ah, 6,6 Damage. Also, das. 35,6 cm sind das die Kreuzer. Haben die solche fetten Kanonen dabei? Oder hat das Schlachtschiff nochmal. Guck mal. Nochmal ein kleineres Geschütz dabei? Nee. Ja. Da läuft uns ein Kreuzer an. Ja, ein Community-Mitglied sagte, ich soll den Winkel spitzer machen. Vielen Dank erstmal für diesen Kommentar. Das ist nicht ganz richtig, das ist natürlich aber auch nicht ganz falsch. Man muss mal ein bisschen überlegen, was man für eine Situation hat. Natürlich tut man de facto die Dicke der Panzerung erhöhen, wenn man den Winkel der Panzerung, mit der das Geschoss auf die Panzerung auftritt, erhöht. Ja, dann wird einfach durch diese Schräge, gehe ich einfach durch einen schrägen Querschnitt quasi durch oder versuche das zu penetrieren durch einen schrägen Querschnitt und dadurch erhöht sich das einfach die Strecke, die durchs Metall gegangen werden muss bei gleicher Panzerdicke, ne? Deswegen benutzt man bei Panzern so T-34 oder so oder später auch der Panther schräge Panzerung. Dazu kommt der Vorteil, dass nicht alle kinetische Energie absorbiert werden muss von der Panzerung, sondern durch den schrägen Winkel es leichter ist, für das Geschoss abzuprallen, ja? Also mit diesem Einfallswinkel gleich aus. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt feuern die Kreuzer. Und auf die Zerstörer. Und da werden wir die unterstützen und da müssen wir näher ran. Treffer auf Hood. Gucken wir gleich. So. Nicht so cool. So, gerade mal gucken. Aber wenn man im Steilfeuer ist, ja, also wenn man ja, ein Gefecht über große Räume führt und mit Steilfeuer schießt, ist natürlich dieser Winkel völlig irrelevant. Die Hood hatte zwar damals auch in die Bismarck in den spitzen Winkel angelaufen, aber das haben die gemacht, um die Entfernung zu verkürzen, um eben aus diesem Steilfeuer rauszukommen. Weil da ist der Winkel, wird nur bestimmt durch den Einfallswinkel des Geschosses. Auf kurze Distanzen, ja, also wenn man hier parallel zur Wasseroberfläche feuert, dann könnte das irgendwie ein Faktor sein. Bei der Bismarck war es damals so, als die im, ja, in den letzten Atemzügen lag sozusagen, da und die Artillerie schon zerschossen war von der Bismarck, die sich also nicht mehr wehren konnte, ist die Navy halt sehr nah ran und bis auf wenige tausend Meter und haben dann und haben dann eben parallel zur Wasseroberfläche auf die Bismarck gefeuert und waren dadurch aber nicht in der Lage, die Zitadelle zu beschädigen, ne? Also im Kern war die Bismarck voll funktionsfähig, war nur die Artillerie, die Aufbauten natürlich, ja, Schornstein und so ein Kram, Kombüse zerschossen, solche Sachen. Aber im Kern, also des Herz des Schiffes, die Zitadelle war völlig unangetastet und die waren eben dadurch nicht in der Lage, den Panzerstahl zu durchdringen. Auch die Torpedos der Kreuzer haben die Bismarck nicht versenken können durch diesen unglaublich dicken Torpedogürtel. Bismarck hat sich dann selber versenkt, ja, so über die Bordlautsprecheranlage wurde dann Befehl gegeben, die seewasserführenden Leitungen zu sprengen. So macht man das. Also wenn ein Schiff sich selbst versenkt, dann tun die keinen Sprengsatz an die Bordwand oder so. Da habe ich das gleiche Problem, ne? Die ist halt sehr dick. Vielleicht sogar auch doppelwandig oder so.
sondern es gibt jede Menge Seewasserleitungen im Schiff. Kühlung für den Motor. Boah, scheiße. Ja, das kam jetzt doch ziemlich flach rein. Da werden wir das mal machen mit dem Winkel. Und zwar vom Gegner weglaufen. So, was haben wir für eine Entfernung hier? Wir feuern trotzdem weiter auf die Kreuzer. In der Hoffnung hier... Ja, die haben vorhin abgelassen von den Zerstörern. Jetzt gehen wir mal hier. 40 Knoten versuchen wir uns vor das Schlachtschiff zu setzen. Mein erstes Mal, dass ich hier so einen Torpedoangriff mache. Hut ab übrigens an Zerstörerbesatzungen. Das sind harte Hunde gewesen, so. Zerstörerfahrer und Schnellbootfahrer, die hatten damals, als ich bei der Marine war, haben einen besonderen Respekt in der Truppe genossen. Zerstörer gibt es ja leider nicht mehr. Außer Dienst gestellt Anfang der Nullerjahre. Zerstörer der Lütjens-Klasse. Ehemals amerikanische DDGs, so nennt sich das, Lenkwaffenzerstörer. Ne, also G steht dafür Guided Weapon. Und ja, das waren noch richtige Kriegsschiffe. Auch angetrieben mit Dampfturbinen. Und das waren, ich weiß gar nicht, was das für Baujahre waren. Müsste so irgendwie 50er Jahre gewesen sein, hat man von der US Navy übernommen. Und die Amis haben so eine Eigenart, bei ihren Schiffen da einen Haufen Waffentechnologie reinzustecken und das wirklich zu einem Hightech-Waffensystem zu bauen. Und irgendwann fällt denen ein, ach, wir müssen ja auch noch Menschen, da müssen ja noch, weiß ich nicht, 1000 Mann Besatzung drauf oder so, ne? Und von daher waren die Decks, in denen die Besatzungs-, also die Mannschaften untergebracht waren, waren, glaube ich, 80 und 60 Mann Deck oder so. Also Decks sind die Schlafräume, ne? Ja, und zum Vergleich, wir hatten bei uns auf dem Minensucher, hatten wir, ich glaube, ich war auf dem 8-Mann-Deck. Ja, so zu 8. Und das war schon ein Mief manchmal, ne? Aber kannst dir vorstellen, und wir hatten Klimaanlage an Bord und auf den Zerstörern hatten die keine Klimaanlage. Wenn du dann so in den Tropen unterwegs bist, mit 80 Mann, die da in der Hängematte pennen in einem Raum, ja, Frauen willst du da nicht an Bord haben dann. Beziehungsweise die Frauen würden da, glaube ich, nicht so gerne reingehen. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Mief. So, aber der Basti wollte eigentlich nicht so viel sabbeln. Und ich bin nicht zu hektisch hier mit der Mausbewegung und so. So, wir fahren jetzt mal hier mit und gucken uns hier mal an. 131 Damage, das ist natürlich ganz schön heftig. Die haben wir noch nicht getroffen. Eine fiese Trefferchance, ne? 11 Kilometer, wir verlagern jetzt das Feuer wieder aufs Schlachtschiff, zumindest mit der Hauptartillerie. Und die Mittelartillerie kann Engine 2 damaged. Haben wir mit Schiffs hier einen Treffer bekommen. Nochmal, aber das ist abgeprallt. So, die Zerstörer kriegen jetzt hier Feuer rein. Entfernung zum Gegner 10 Kilometer. Wir laufen den jetzt an. Ja, also wie gesagt, da brauchst du Cojones, ne? Auch Schnellbootfahrer, die dann damals ja noch mit den Torpedos mit voller Fahrt auf den Gegner zu sind, Torpedos abgefeuert und dann hoffen, dass man da rauskommt. Moderne Schnellboote haben dann auch Lenkwaffen dabei. Na, es war so, dass die erste Linie vom Feind in Zeiten des Kalten Krieges waren die Schnellbootgeschwader in der Ostsee. Und die sollten dann die Volksmarine und die russische Marine aufhalten, bis dann schwere Kräfte aus der Nordsee rangeführt werden. Ja, das war deren Job, ne? Dann mit, weiß nicht, was so ein Schnellboot fährt, 48 Knoten oder so, 50 Knoten, also sauschnell, ne? Und dann eben mit Vollstoff dahin, offene Brücke. Was bei Wind und Wetter dann da draußen. Obwohl, da waren das, glaube ich, nur die alten Holzschnellboote. So, wir sind jetzt hier. Siegfried. Weiß nicht, fährt Roy auch mit? Naja. Okay. So, vor allen Dingen.
Wir haben ein bisschen einen besseren Abfangkurs hier. Ich lasse Torpedo mal auf normal. Ich hoffe mal, wir kommen an den Gegner ran. Dass die uns vorher treffen. Schwere Treffer auf Hood. Gucken wir gleich mal. Oder gucken wir jetzt mal. Die Scheißkreuzer, ne? Hood setzt sich mal ab. Bleiben auf dem Schlachtschiff, aber. Oder? Nee, komm. Wir feuern hier auf. Aber nicht den Kurs ändern, bitte. Nee, hat er geändert. Gut, setz dich mal ab, feuer an Bord. Vielleicht landen wir ja einen glücklichen Treffer. Gott. War von der Entfernung zum Gegner. 6 Kilometer. Weiß nicht, wann feuert ihr denn die Torpedos? Gott, das ist aufregend. Krieg hier einen Treffer und das Ding säuft ab, ne? Wir machen aggressive und nebeln. Hat er auch gefeuert jetzt hier? Nee, komm, hau rein hier. Komm. Ja, das ist Kacke jetzt hier. Dass der nicht schießt. Oh, da läuft uns ein Zelt. Oh. Du Schande. Da läuft uns ein Kreuzer an. So, wir ändern mal die Formation, dass wir hier nicht. Ja, aber das ist Kacke. Jetzt brauche ich auf die nicht mehr schießen hier. Warte mal, dann, so. Komm. Hau deine Torpedos da jetzt raus. Okay, warte mal, dann. Ja, mach mal so. Da wohl einer trifft. Naja, sind 6 Stück, die auf den Gegner laufen. Okay. Kriegen wir die da jetzt raus, unsere Zerstörer? Ja, ne? Komm jetzt hier. Hau einen raus, Digga. Torpedos. Shift, Right-Click, zack. Nur Macher. Jetzt, ja. Gehen raus. So, wie lange brauchst du noch mit dem Nachladen? Ja, ich hätte halt gern alle Torpedos aufs Schlachtschiff gefeuert. Wir gucken mal. Das sieht ganz gut aus. Nee, der kommt noch rum, glaube ich. Nee, der trifft. Der trifft. Der trifft. Mit Schiffs. Was? Oh Gott. Na, GZ, ey. Kommen wir jetzt hier raus? Ah, Wassereinbruch hat er, ne? Komm, einer noch. Jawohl. Jawohl. Komm schon. Schön in die Ruderanlage hier. Komm. Nice. Ja, schade, dass der nicht, dass nicht beide Zerstörer hier ihre Torpedos gefeuert haben.
So, aber was ist hier mit den Torpedos? Wo sind die? Da. Ah ja, ne, das bringt nichts, ne? Okay. Feuer an Bord ohne Ende. Und die Türme drehen schön auf die andere Seite. 2,8 Hit. Haben wir hier schon mal getroffen? Ja, irgendwie so ein Clan, wa? Er ist nicht so schlecht. Vielleicht haben wir eine Chance, hier den zu treffen. Schon. Ah, ne, der wendet hier richtig. Nee. Okay, dann. Wie sieht's aus? Torpedos. Dann sind die wieder ready für einen weiteren Lauf hier gegen das Schlachtschiff. Komm, wir legen, setzen uns jetzt hier wieder vor den Gegner. Wir haben ja zum Glück die Kreuzer jetzt hier abgedrängt. Und werden uns jetzt wieder vor den Gegner setzen. Und dann hat die Hut eigentlich gerade nur mit den ollen Kreuzern zu kämpfen. Das ist doch ganz gut. Wie sieht's hier aus? Also das ist ja, das ist einfach für die Katz, ne? Das ist einfach für die Katz, dieses Schiff. Ja, ich finde die Missionen einfach echt krass, muss ich echt sagen. So, gucken wir mal. Was haben wir denn für eine Entfernung? Da muss ja wohl mal irgendwie ein Treffer möglich sein. So, ein bisschen auf Torpedos achten. Ah, wir haben doch einen Torpedotreffer gesetzt hier. Sehr schön. Der hat auch ganz schön Schaden gemacht, mein lieber Mann. Die haben jetzt 4,7 Hit-Chance. Mit unseren 38 Zentimetern. So, wir laufen jetzt mal Gegenkurs zu dem Schlachtschiff. Gucken wir mal. Ich werde die Folge... Oh, okay. Das ist natürlich jetzt... Da haben wir das Wendemanöver nicht mitbekommen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Dann fahren wir wieder in Kiellinie hier. Treffer. Krass, okay. Nicht penetriert. Boah, der hat ganz schön Schaden gekriegt hier. So, Feuer kommt rein. Naja. Ein bisschen aufpassen, dass sie hier unsere Frachtschiffe nicht so bedrängen. Dann machen wir den Kurs mit der sogenannten Verstärkung. Aber das ist natürlich jetzt hier hinter dem Gegner herfahren und einen Torpedoangriff zu fahren, ist ein bisschen sinnbefreit. Aber wir können hier. So. Wir fahren hier nochmal mal aggressive, machen wir mal weg, sondern wir machen normal. Dann gehen wir hier dem Kreuzer noch ein bisschen auf den Sack. Komm, mal so einen glücklichen Treffer hier. Der läuft auf uns zu. Warte mal. Wir machen das mal auf Safe. Und gehen jetzt hier echt mal richtig... So, dann verlagern wir aber das Feuer hier auf den... Das sind 2,3, 4, nee, macht keinen Sinn.
Sind die Torpedos ready? Noch nicht. Sind noch gar nicht ready. Das ist natürlich ein Problem. Ah, ne. Das dauert ganz schön lange, ne? Wie lange dauert das noch? Wir können auch gerade nicht smoken. Wir müssen ein bisschen auf Torpedos auch achten hier, ne? Nicht, dass wir hier Torpedotreffer kriegen. Ruderanlage beschädigt. So, die Mittelartillerie feuert jetzt hier auch mal. Ich hoffe doch mal jetzt. Mal ein Volltreffer, ey. Kann ja mal nicht wahr sein. Lull. Eigentlich sieht es nicht so schlecht aus. Trotzdem brauchen wir jetzt einfach mal ein glückliches Händchen. So, Torpedos sind gleich ready. Warte mal, dann machen wir doch jetzt hier Kiellinie. Rudder damaged. Run penetration. Okay. Na toll. Läuft der jetzt? Krass, ey, diese Torpedoreichweite ist ja echt für einen Eimer. Komm, dann fahren wir lieber hier nochmal ein. Das Schlachtschiff, das ist aber irgendwie jetzt. Macht das noch mit? Das ist irgendwie out of range. Das feuert bestimmt noch mit, oder? Ah, shit. Was ist da passiert? Naja. Oder ist repaired. Es wäre irgendwie fair, wenn dieses alte Schlachtschiff ein bisschen früher so am Start wäre, ne? Also wenn es überhaupt mitmachen würde, sagen wir so. Komm jetzt. Guck mal, der hat noch keinen Treffer abbekommen. Jetzt aber. Ja, habt ihr irgendwelche Ideen? Neue Konstruktion? Aber ich glaube, nochmal machen wir diese Mission nicht. Nee, machen wir nicht. Kurs hier. Genau. Was für eine Entfernung? 5,8. Oh Gott. Ewig halten wir das nicht aus, ne? Die denn auch für eine Mittelartillerie hier? Aber jetzt haben wir mal einen Treffer gelandet. Naja. Ah, ja, aber 2,3 ist echt krass. Drehen auch ab jetzt hier. Machen wir mal auf normal. Aber das ist, also diese Range von den Torpedos, das ist echt so ein harter Crap. Ja, die 7,6er kommen jetzt auch gleich in Reichweite. Ja, das ist halt auch, also die Mittelartillerie ist halt auch irgendwie nicht richtig zu bauen, ne? Ich wäre gezwungen, jetzt hier so 7,6er da irgendwie rein zu friemeln. Oh. Also ich dachte, ich habe hier eben Torpedos, ey.
Oh, okay. Die Zerstörer kriegen Damage gerade. Ja, das ist ein selbstmörderischer Angriff hier, ne? Guck mal, mach doch mal hier diesen. Das ist doch gar nicht so dumm, oder? Ups. Aggressive. Warum feuert der denn jetzt nicht? Es nervt. Es nervt total. Detach. Aggressive. Weil jetzt kann ich mir das halt schon wieder sparen zu schießen, weil der jetzt ja, der weicht ja jetzt diesen Torpedos aus. Und dann, ja, brauche ich die jetzt halt so gar nicht mehr schießen. Also die müssen wir schon gleichzeitig abfeuern. Nee, dann mach mal auf. Mach ich jetzt nicht mehr. Okay. Ja, das nervt ein bisschen. Mit den Torpedos. Torpedos, ne? Komm, jetzt hau dem doch da mal so ein Ding rein, ey. Mich treffen die halt schön, ne? Die ganze Zeit. Guck mal, wie ich aussehe. Was machen die Torps? Der große Wendeparty. Nix. Außer Spesen nix gewesen. Ich krieg nicht mal so einen Kreuzer auf eine Entfernung von, was? Das ist 6 Kilometer zerlegt. Er ist doch irgendwie hängen geblieben. Also was auf jeden Fall nicht so verkehrt ist, mit den Zerstörern das Schlachtschiff anzugreifen, ne? Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Plan. Ich glaube, einmal werde ich es nochmal versuchen. Und ich werde die Hood auch nochmal umbauen. Das ist unbelievable, ey. Also wirklich unbelievable. Brauchen da auch eine andere Mittelartillerie, aber ich kann man ja nicht da drauf bauen halt, ja. Ich glaube, ich werde nochmal eine neue Hood entwerfen und werde dann mal völlig ahistorisch das Ding bauen. Da machen wir eine größere Tonnage, dass wir das Geld wirklich ausschöpfen, diese 70.000. Und dann haben wir einen größeren Rumpf, dann haben wir hier eine Lücke und da kommt dann irgendwie eine fette Mittelartillerie rein, 15 cm oder so. Ne, um die Kreuzer hier sinnvoll zu bekämpfen. Weil diese 7-6er, das ist ja irgendwie Quatsch. Das ist ja ganz nett halt, ja, aber ja, letzten Endes. Das ist echt krass, oder? Und die schlagen jetzt wieder ein.
Zack. Zack. Ja, größere Tonnage und wir verbauen Drillingstürme. Haltet ihr davon? Wir bauen ein völlig anderes Schiff. Wenn man hier wenigstens noch einen fetten Kreuzer an seiner Seite hätte oder so, ne? Aber diese Szenarien sind auch echt immer einfach... Keine Ahnung, also man kann es schon schaffen, ja, aber man braucht auch einfach mal Glück. Aber wenn man so schießt... Oder muss ich mehr Kursänderungen machen oder was? Unser Zerstörer. Ja, die sind jetzt ein bisschen useless. Dann machen wir hier Screening. Oder, warte mal, was haben die hier für einen Kurs? Ja, wir können es mal probieren. Eine Salve, die mal ordentlich trifft, kann so ein Ding halt ja wirklich krass aus dem Gewicht. Na, endlich. Ne? So, und was macht unsere Superverstärkung? Jo. Du brauchst immer einen anderen Abfangkurs hier, ne? Wo kommt denn da die Geschützreichweite? Gucken wir mal. Pff. Keine Chance, dass das Ding irgendwie in den Kampf mit eingreift, ne? Damage received. Wir haben 237 Treffer abbekommen. Wir haben Trefferquotienten von 16%, wir nur 5%. Ja gut, das Kreuzer jetzt ein bisschen mehr Treffer austeilen, sag ich mal, ist durch diese höhere Feuerrate, die ja nun mal haben, dabei kleineres Kaliber, irgendwie logisch. Aber das steht ja jetzt ja nun irgendwie in keinem Verhältnis, ne? Wir schwenken jetzt hier mal mit der Mittelartillerie ein. Vielleicht haben wir bei der Baden ein bisschen mehr Glück. Na, wo bist du? Was? Ne, hier. So. So Zerstörer. Aber die Zerstörer, die sind cool. Also die haben ja echt schon einiges ausgerichtet jetzt, ja. Könnten ein Faktor sein. Ärgerlich halt, dass das Schlachtschiff dann abgedreht hat. Vielleicht hätte ich näher ranfahren sollen, aber ich riskiere halt immer einen so einen Treffer mit der Hauptartillerie auf so einen Zerstörer und das Ding säuft halt sofort ab, halt instant, ne. Das ist halt ein One-Hit. Loading. Jetzt komm jetzt. Hau dir mal einen rein hier.
Und ich finde die Verstärkung finde ich auch irgendwie ätzend, ja. Das kann man ja einfach weglassen. Und selbst mit dem Schiff wäre es irgendwie schwer. Also wenn das, sag ich mal, nach 10 Minuten oder so. Aber wie lange spielen wir jetzt hier? 40 Minuten. Wenn es nach 15 Minuten, sag ich mal, eintreffen würde, ja. Selbst dann wäre es schwierig. Aber vielleicht habt ihr ja selber diese Mission schon gespielt und habt da irgendwelche Erfahrungen oder Tricks und Kniffe. So. Ich meine tatsächlich, mit den Torpedorohren, ja, ne, also wir haben ja hier eine Entfernung von, ja, 5,8 Kilometer. Das ist aber auch fast schon wieder Max-Range dann für die, diese crappigen Torpedos. Als 10% Hit jetzt, ey, auf geht's. Geschütze sind auch noch fit. Ich kann mal da auch ein bisschen von der Panzerung wegnehmen und den Gürtel noch weiter panzern. Überlegen, ne? Also, weil die Geschütztürme sind anscheinend ausreichend gesichert oder wir haben keine Treffer groß auf den Geschütztürmen bekommen. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus jetzt. Also, ich werde in der nächsten Folge werde ich ein neues, völlig ahistorisches Design von der Hood nochmal machen. Gerne schreibt mir in die Kommentare. Da kommt jetzt hier der Fangschuss. Gerne schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Ideen hättet, um das hier für diese widrigen Umstände besser vorzubereiten, das Schiff. Den kriegen wir ab, das kann man nicht verhindern. Sollen wir Torpedorohre mitnehmen? Ja, nein. Sollen wir die Turmpanzerung reduzieren und dafür die Decks bzw. und oder die Gürtelpanzerung verstärken? Zitadelle können wir auch noch weiter reduzieren. Also hier den Panzergürtel ist anscheinend wichtiger. Die Baden müsste bald absaufen. Immerhin. Lützow. So, und dann will ich jetzt die Hauptartillerie auf die Lützow drehen. Da kommt Torpedos. Naja. Ja, dann bräuchten wir, glaube ich, Bulkheads bessere. Na. So, da haben wir jetzt gleich mal einen Treffer gesetzt. So lobe ich mir das doch. So, die Zerstörer greifen mal die Baden hier an. Baden, ne? Ja, genau. Ja, wenn man die Hood noch ein bisschen umbasteln könnte, da was gehen. Ja, mit dem Screening ist eine feine Sache, ne? So, Ruder mit Schiffs. Dass wir das Heck da nicht reindrehen, ne? Das war gut hier mit den Torpedos. Ja, Screening ist auch eine extrem wichtige Sache. Tapfere Hut, ey, wirklich.
vorderen Haupttürme da mal den Gegner noch gedreht kriegen. Ja, dann auch Technologie. Nehmen wir wieder Feuerleit und Artillerie verbessert. Oder nehmen wir Balance Tech, was uns eine bessere Zitadelle verschaffen würde, was uns besseren Stahl verschaffen würde, wodurch wir wieder Gewicht sparen und so weiter. Ich glaube, das machen wir. Dann werde ich es echt mal mit Drillingstürmen versuchen. So, da kommen neue Torpedoladungen an. Man sieht die dann echt, mit Screening sieht man die halt echt entspannt früh, ne? Ungeil. Ich könnte mir jetzt hier auch über die Maschinen stoppen. Aber das macht man eigentlich nicht, ne? Wir machen eh nur noch so wenig Fahrt. Die sind ja echt tapfer hier, die Zerstörer. Und bis Schlagseite, ey. Also unsere Zitadelle ist halt tipptopp, ne? Türme tipptopp. Ist halt die Frage, wie weit wir runtergehen können bis... Also was haben die jetzt hier für ein Kaliber? Mal gucken. 20 cm. 35. Gut, da müssen wir bis 38 rechnen. Und die Kreuzer kann man da mit 20 cm kalkulieren. Und da muss man mal gucken, ja, wie weit man mit der Panzerung runtergehen kann. Da kommen schon wieder Torpedos. Gehen wir auch vorbei. Sehr schön. Treffer auf Lützow. 156 Schaden. So, warte mal. Und jetzt nehmen wir einen Torpedoangriff. Also mit den Zerstörern kann man schon ein bisschen Bambule machen, ne? Komm, hau den noch raus hier, komm. Mal, ich bin gesmoked, weiß ich nicht. Komm, hau den raus. Na schon. I don't get it, ne? No ammo. Ach so. Ja, no money, no funny, ist klar. Und wer ist das? Sharpshooter. Ja, aber... Komm dann. Ah, man, detach. Oh, Vorsichtskollision. Ah, okay, er säuft ab. Dragonfly. Ah, die schießen jetzt schon auf die Frachtschiffe. No ammo, na toll. Hau diese Dinger da jetzt raus. Was ist das Problem? Nice. Okay.
Sollen wir den rammen? Können wir rammen mal. Versuchen das mal. Schade, wenn wir jetzt noch Torpedos hätten, ne? Das ist hier schon eine ziemlich geile Distanz. Ah, da kommen wir nicht mehr ran. Aber mit der seine Torpedos nicht abfeuert, traf ich nicht. Dann haben wir den. Kriegen wir das hin? Gut, ich hätte weiter vorhalten müssen. Jetzt haut er nochmal Torpedos raus, der Sack. Die gelten aber nicht dem Zerstörer. Komm schon. Das da sinkt. Na gut. Dass der die Torpedos nicht voll. Ah, doch. Wir haben Torpedos geschossen. Okay. Mach die Hut. Wird das was? Oh, der dreht jetzt bei. Der hat die gesichtet. Ah. I don't like. Ja, Kreuzer mit Torpedos zu treffen ist nicht so einfach, ne? Die sind doch sehr wendig. So, der nächste Zerstörer stirbt den Heldentod. Schade. Hätte ich auch gedacht, dass wir den vielleicht mit der Mittelartillerie versenken, aber da wäre ich besser auch besser drauf geblieben, ne? Der Hauptartillerie. Na gut, ich würde sagen, wir brechen das mal ab an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du hier bis zum Schluss dazu geschaut hast. Schreib mir deine Tipps und Tricks für einen Versuch. Machen wir noch, ey. Das ist echt, mich nervt das halt, ja, wenn man da einfach nicht, das nicht schafft. Aber es ist ja auch einfach hart. Guck mal, wie weit ist denn jetzt das noch weg? Aber es ist gar nicht so schlecht, warte mal. Entschuldigt bitte. So, 17,8 cm. Jo, also zumindest sind jetzt hier schon mal, ja, ist natürlich schon noch ein bisschen, also wenn man eine Stunde aushalten muss und, ich meine, bis die da mal treffen, ja, die Geschütze auf Max Ranch von diesem alten Hobel, der da anschleicht. So, jetzt kriegen wir gerade den Fangschuss, das passt ja. Ja, aber ich baue die radikal um. Wir brauchen eine extrem starke Mittelartillerie, um besser gegen die Kreuzer zu kämpfen. Ich mach mal auch so Mätzchen wie 28 cm Geschütze in Drillingstürmen oder so. Wäre auch ein Gag, oder? Naja, ich guck mal. Werden wir uns mal anschauen. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Schreibt mir vor allem die Tipps in die Kommentare. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.